Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Und wie ihr in den letzten Tagen vielleicht auch mitbekommen habt, geht es mir nicht nur um das Thema Mobbing oder um den Schutz unserer Kinder, sondern mir geht es auch darum, als Vorbild dazu beizutragen, dass sich etwas in Deutschland nicht weiter verbreitet, nämlich die Panik, die Angst und die Hysterie. Denn das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen: weitere Panik, Hysterie, Angst oder Plünderung von Supermärkten. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss natürlich auch sehen, wie das jetzt alles weiterläuft. Wenn ich also höre, dass der ein oder andere Politiker sagt, es würde keine Arbeitsplätze kosten und jeder behält seinen Job, da muss ich einfach mal sagen, da hat jemand nicht richtig aufgepasst. Denn mittlerweile verlieren Menschen schon ihren Job, weil nämlich Existenzen auf dem Spiel stehen. Denn wenn Restaurants oder Clubs oder auch andere Bereiche geschlossen werden, jetzt schließt du ja schon IKEA oder jetzt schließen ja schon VW-Werke und, wenn das alles passiert, dann kostet es Jobs. Denn es kostet richtig Geld. Milliarden von Euros und auf den Rücken unserer Wirtschaft und damit auf den Rücken der Menschen. Und wenn ich dann höre, wie man auf einmal sagt, ja, man würde die Insolvenzfrist, also die Abgabe, dass man insolvent ist, verschieben, damit man nicht mal dafür bestraft wird, wenn man es vielleicht verschleppt. Wow, ist ja Wahnsinn. Dann habe ich jetzt nicht nur 3 Wochen Zeit, mich insolvent zu melden, wenn es so wäre, sondern vielleicht ein Vierteljahr oder was? Das ändert aber auch nicht an die Tatsache, dass die Leute jetzt keine Umsätze mehr machen und dass die kein Geld verdienen und ihre Mitarbeiter bezahlen können oder die Miete oder sonst irgendwas. Und wenn man dann hört, die können ja alle Kredite beantragen, super, die müssen sie aber zurückzahlen und die müssen erstmal kreditwürdig sein, dass sie überhaupt jeden Monat auch die Rate bezahlen können. Oder wenn ich höre, dass man eine Stundung beim Finanzamt beantragen kann, eine Stundung, ja? Wisst ihr was? Wenn ihr alle so helle seid und so viel coole und vor allen Dingen witzige Tipps habt, wie wäre denn einfach mal, indem er einfach mal eins sagt und jetzt nämlich sagt, in der Situation, in der wir nämlich alle noch nie gesteckt haben, keiner von uns, auch nicht ihr, setzen wir mal ein Zeichen. Und wir sagen mal ganz klar, dass hier keine Einkommensteuer mehr gezahlt wird für dieses Jahr, weil anders könnt ihr das gar nicht schaffen. Ihr könnt das nicht schaffen, indem ihr weiter versucht, Kohle zu bekommen und die Menschen haben nicht mehr Einnahmen. Indem ihr nämlich auch mal hingeht und bestimmte, ja, Preise einfriert, ja, und vielleicht auch die Vermieter von den ganzen Objekten, wo die Menschen ihre Wirtschaften oder sonst was haben, dass man die auch vielleicht dazu bewegt, dass sie vielleicht nicht mehr vielleicht auch die anpassen, die Miete der Situation. Aber wenn er einfach bloß hingeht und sagt, hier, wir stunden und man kann Kredite haben, damit wird sich nichts ändern. Denn wer weiß, wie lange das hier alle dauert. Und da bringt es nicht, dass ich jetzt weiß, dass ich vielleicht mir einen Kredit holen kann, den ich immer zurückzahlen kann, wenn ich ihn überhaupt noch zurückzahlen kann. Wer garantiert denn den ganzen Firmen, dass sie die Kunden zurückkriegen? Wer garantiert denn den Gastronomen, dass die Kunden zurückkommen? Und wie lange soll das alles dauern? Nein, ihr als Regierung und ihr, die diese Kohle seit Jahren auch von den Menschen bekommt, ihr müsst jetzt einfach mal euren Beitrag leisten. Und das heißt, die Menschen entlasten, denn sie haben keine Einnahmen. Also muss man die Ausgaben reduzieren oder auf Geld auch verzichten, wenn man seine Bürger schützen will. Und das müsst ihr nämlich machen. Und nicht große Tipps geben, dass ihr weiter eure Kohle bekommt. Vielleicht einen Moment später, aber ihr kriegt sie weiter. Und die Menschen wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Das sind große Sprüche, die man von oben, aus dem Elfenbeinturm, mit jedem Monat seine Kohle, die man ja weiter aus dem Topf nimmt, weil man selber nicht die Ängste hat, die man schön reden kann. Ihr scheint zu vergessen, wer euch die Position da umgegeben haben, nämlich wir, die Bürger. Also sorgt dafür, dass die Bürger diese Ängste nicht mehr haben. Denn zu der ganzen Angst vor einer Ansteckung oder bei all den Sachen auch noch Existenzängste zu haben oder den Job zu verlieren, da solltet ihr langsam mal ein Zeichen setzen. Und bei so vielen Jahren, wo ihr ja überall abgreift an 1000 verschiedenen Steuern, könnt ihr jetzt auch mal bei dieser ganz speziellen Situation und Krise einfach mal etwas zurückgeben. Halte ich für einen sehr wegweisenden Vorschlag und vor allen Dingen für Persönlichkeiten mit Charakter in der Führung, die Zeichen setzen. Ist nur so ein Tipp für die, die da oben, die eigentlich von uns Bürgern gewählt werden, damit sie uns schützen. Danke.